Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und mein Markenname, in dem ich das ausdrücke, heißt Spaß, Lernen, Denk. Lernen und Spaß wieder zu verknüpfen, ist meine Aufgabe und Denken wieder reinzubringen. Denken ist mehr und was anderes als reproduzieren. Und das möchte ich mal ausdrücken in Form eines Songtextes, den ich geschrieben habe. In einem Parallelleben bin ich auch Künstler, Komponist, Texter, Sänger. Und es geht um die Prüfungssituation. Das Stück heißt Nein, lasst es sein. Die Prüfung näher, der Schweiß bricht mir aus. Wer rettet mich jetzt? Wer hilft mir daraus? Vielleicht helfen mehr Bücher und Fotokopien. Ich fange an, mir Stoff aus dem Netz zu ziehen. Nein, nein, nein. Nein, lasst es sein. Du bist am Ende völlig verwirrt, hast dich im Datenmüll verirrt. Du weißt am Ende gar nichts mehr. Du fühlst dich erledigt. Du fühlst dich leer. Ich suche mein Heil in der Quantität. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ich besorg mir so viel ich kriegen kann und dann fange ich zu lernen an. Nein, 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 lasst es sein. Du bist am Ende völlig verwirrt. Hast dich im Datenmüll verirrt, du weißt am Ende gar nichts mehr. Die Prüfung fällt dir unendlich schwer. Nein, 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 lasst es sein. Dieser Weg ist euer Untergang. Schaut auf Grundgedanke und Zusammenhang. Statt im Müll zu ertrinken, versucht es mit Denken. Dann könnt ihr am Ende deutlich mehr. Die Prüfung erscheint euch gar nicht so schwer. Ja, statt im Müll zu ertrinken, ist es besser zu denken. Wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie doch mal bitte zu spaßlerndenk.de. Sie wissen ja jetzt, warum es Denk heißt. Und wenn Sie da schon sind, dann tragen Sie sich bitte unten ein für das Berufsbild, das Sie interessiert. Sie erhalten weitere Informationen. Alles Gute, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.